13 und herzlich willkommen zu einem etwas leiseren Part, da wir schon 0 Uhr 8 haben und meine Freundin bereits schläft, aber ich kann nicht einschlafen und ich will nämlich jetzt in den Fight Club und dort meinen Nocturne abholen. Ich glaube, hier kriegt man gar keinen Nocturne mehr. Nee, ne? Hallo, der Karatemeister, der Leiter des Karate-Dojos übt in der Höhle in Joto. In der Höhle von Joto. Fokusband. Versteckt Kampfattacken. Sehr schön. Feinde, wo man hinsieht. Es geschieht, was geschehen muss. Nennt sich Schicksal. Ja. Gut, dann ist hier doch nichts. Ich dachte, hier gibt es etwas Schönes zu erledigen. Das gibt es allerdings doch nicht. Ich hoffe, ich übersteuere nicht. Oh, da ist die alte Pension. Die alte Pension. Hier gibt es ein neues Pokémon, das wir fangen können. Ah, hier ist er jetzt offen. Und, was kriegen wir für ein Pokémon? Ach stimmt, das ist ja alles schön mit alten Sounds. Ein Taubsi. Hier sind die Viecher, hier kannst du also so ganz normal in den Gras kann man nicht leveln, ne? So. Was macht denn wir hier? Yippie, ich spüre einen dunklen Schatten, der über dir schwebt. Benutze dies, um ihn loszuwerden. Ja. Items sind voll. Gehen wir gleich verkaufen. Meine Oma befasst sich mit dem Vertreiben von, wie sie sagt, bösen Geistern. Es tut mir leid, dass sie dich erschreckt hat. Haben wir irgendwas, was wir nicht brauchen? Ja, komm, das hier. Das können wir mal so in den Müll werfen. Ja. Du schwebst in Lebensgefahr, jetzt bist du in Sicherheit. Oder schwebtest. Auch sehr schön. Super. Schutz vor wilden Pokémon. Muss das Pokémon davor an erster Stelle sein? Also habe ich jetzt komplett freie Bahn von wilden Pokémon? Komplett? Weil, wäre schon schön. Dann bräuchte ich nie wieder einen Schutz. Hier ist der Fahrradladen. Der ist zu. Abgeschlossen. Hier ist eine Nachricht. Der Fahrradladen ist jetzt in Joto, in Dukatia City. Ah. Okay. In der Arena gibt es ja nichts wirklich weiteres, ne? Hä? Okay. Ja, gut. Entschuldigung. Da drüben war doch auch mal eine Höhle. Jetzt steht da hinten ein Junge. Ah, jetzt kann man hier sogar so rein. Also hier finde ich farblich sogar schon fast alles am besten. Oh, die Nuggetbrücke. Die gibt mir jetzt nicht mehr auf den Sack. Wo gibt's Evoli zu finden? Was gibt's hier? Ah, einen normalen Scheißtrank. Ja. Yeah. Hi, Vogelfänger. Ach, die Nuggetbrücke ist jetzt das hier, oder was? Besiege alle Trainer und du erhältst einen wunderbaren Clown. Glaubst du nicht? Glaubst du, dass das Zeug... Moment, nochmal. Da. Entschuldigung. Ein Myrapla. Okay. Tipsy ist dafür gut. Ausgesorgt. Oh Mann, das wollte ich jetzt auch nicht. Säure. Aber ich finde das schön, dass die Pokémon hier ansatzweise gut EP geben. Ja. Was habe ich gerade gesagt? Aber die Trainer geben wenigstens gutes Geld. So. Spicy! Komm, geh vor. Dich wollen wir ja auch noch hochgelevelt sehen. Ich
bin Nummer 2, jetzt wird's ernst. Ah ja, das sind die Nugget-Trainerbrücke. Die Nugget-Brücke-Trainer. Die Trainer der Nugget-Brücke, so. Ein Knuddeluff. Da unten darf ich übrigens jetzt nochmal ein Pokémon fangen, weil es da. Weil da das Taubsi war. Ach du Scheiße. Wieso war das jetzt so? Ach komm schon, Spicy, jetzt ist auch Level up werden können. Granbull. Hier noch normal, glaube ich. Später Fee. Warum auch immer das zum Feen-Pokémon wurde. Gut, es ist pink, aber warum? Ach nö. Musste das sein? Na gut, Seiler, bis. Finde ich gut. So. Hei, mein Hals. Ich glaube, ich brauche einen Eiswürfel. Ach du Heilige, sind das viele. Ich bin Nummer 3, das wird nicht leicht. Doch, es wird ja alles leicht. Wieso seid ihr überhaupt jetzt da? Wieso ist das jetzt der Nugget-Weg? Beziehungsweise, wieso gebe ich mich auf den Weg hier? Ja gut, ich weiß warum, aber... Du kannst keinen Flammen... Du kannst nur Drachenwut, Windhose und Slam. Ja, super. Dann geht die Attacke Slam auch noch daneben. Klammergriff, ja, super. Ich glaube, das wird mal wieder ein Part, in dem wir keinen Orden kriegen. Finde ich aber nicht schön. Boah. Das ist der verräusperte Paar. Da, jetzt geht's wieder. Glaube ich. Mal gucken, wie lange. Was? Das wurde mir zu lang. Tut mir leid. Yay, Level 50 für Spicy. Aquana, ja, Aquana finde ich schön. Ich kann zwar immer noch kein Donner, aber... Ach Gott. Ach Gott. Wisst ihr was, wir machen Windhose. Weil... Jetzt noch so lange darauf warten, bis... Ach du Scheiße. Wieso macht Spicy so wenig Schaden? Ja, mit Slam macht sie richtig viel Schaden. Schuljunge Konrad. Na, Mann. Auch gleich ein Doppelkampf. Finde ich wunderschön. Der Vierte, bist du müde? Du bist die Vierte, nicht der Vierte. Na gut, der vierte Gegner. Das stimmt ja natürlich schon. Duflor. Schön. Wieso darf Duflor schwarz bleiben und Rosana nicht? Kann mir das mal einer erklären? Bitte? Ich will sofortige Erklärung. Mein Hals ist schon wieder voll mit Schleim. Ich hasse es. Wieso immer dann, wenn ich abends aufnehme, beziehungsweise nachts? Oh, ein Tauboga und ich habe immer noch keinen Donnerangriff. Beziehungsweise richtigen Elektroangriff. Ja, ein Blubella. Ja, Slam. Ach, Mann. Schöne Drachenangriffe, die nichts bringen. Sag mal, habe ich eigentlich gerade einfach nur ein Dragonier mit so richtigen Scheißwerten gekriegt? Oder was ist los hier? Ist das schon normal? Auch ich habe verloren. Hätte viel lieber ein Brutalander. Ein Nidoking. Ich finde dich sehr schön, du Gift-Pokémon, du. Und natürlich geht's daneben.
Natürlich geht's wieder daneben. Das Ding kann jetzt noch Giftstachel. Natürlich vergiftet es Spicy direkt, Sam. Danke, dass das auch endlich mal trifft. So. Ich habe noch ein Gegengift, oder? Selbst wenn ich habe noch eine Top-Genesung. So. Wie viel Geld haben wir eigentlich mittlerweile wieder? Nein, da wollte ich gar nicht rein. 92.000. Eigentlich nicht schlecht. Ich bin der Letzte, aber ich sage dir, ich bin eine harte Nuss. Ich hab zwei harte, ja, lassen wir das. Für diese Witze ist es zwar spät genug, aber auf YouTube kann man sich alles ansehen. Zum Zeitschalter, ab 22 Uhr darf man sich das angucken. Wäre schon geil, oder? Slam! Wir können ja nur mit Slam irgendwas machen. Ich glaube, ich bringe den Vieh noch fliegen bei. Da hat es wenigstens noch einen anderen. Oder habe ich noch irgendwas Gutes von wegen TM? Gut, Windhose ist auch nicht so ein starker Drachenangriff. Ach, Mann. Ein Blutsauger, ein Käferangriff auf einen Drachen. Gut. Wieso ist das bei dir noch kein Parasek? Bist du eigentlich geistig behindert oder so? So, aber Spicy, du schlägst dich gut. Auch wenn du jetzt nicht so... Ich habe übrigens jetzt herausgefunden, was das mit dem Pokerus ist. Lässt mich schlafen, ja, genau. Gut, Zeit zum Heilen. Der Drachenzahn bringt gerade eine Scheiße. So. Mein Pokémon ist wieder wach, das ist ja klar. Ach Mann. Dankeschön. Ja. Jetzt reicht aber auch eine Drachenwut. Windstoß reicht auch. Windhose, nicht Windstoß. Ich muss die ganzen Sachen noch ändern. Am besten immer heute. So, ja, genau. Über diese Nacht hier. Du machst Witze. Nein, eigentlich nicht. So. Ah, da oben gibt es ein Item. So. Darf man hier eine Ausnahme machen, wenn ich hier Pokémon fange, um einfach nur, also um einfach nur an Dingens zu kommen halt, an die ganzen Steine, Donnerstein und so. Ich habe mit den 6 Trainern nichts zu tun, ich habe hier auf dich gewartet, um dich zu besiegen, da du nach den vielen Kämpfen müde sein musst. Ihr habt's gehört, das ist der Team Rocket Typ. Das hat man gehört, du bist Team Rocket. Gehörst du Team Rocket? Gib's zu. Ich hab euch zerschlagen, verdammt. Du bist Polygon. Bist du nicht ein Stahlvieh? Ich hab das falsche Pokémon vorgeschickt. Aber gut. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Triplette. Ach du Scheiße. Hä? Hä? Triplette, da ist doch alles drin. Ist da nicht alles drin? Genesung. Bringt dir jetzt auch nichts. Weil jetzt bist du weg, Porygon. Immer dieser Porygon, ne? Oder dieses. Dieses trifft sich, glaube ich, besser. Bist du nicht müde? Tut mir leid, ich werde nicht mehr mogeln. Ich
gebe mein Bestes, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Wo kriege ich jetzt den Scheißpreis? Von dir? Du hast einen Kampf mehr bestritten, als du erwartet hast. Dennoch hast du gewonnen. Wie versprochen, hier ist der Preis. Nugget. Nachdem ich gesehen habe, wie gut du kämpfst, möchte ich sehen, wie es mir ergeht. Wie sieht's aus? Ich fordere dich heraus. Ich bekomme nicht mal die Wahl. Ach, du bist ein Ass-Trainer. Hast du wenigstens gute Pokémon? Ein Rihorn. Das ist schon mal der perfekte Gegner. Hast du nicht gesehen, dass ich Red Boss habe? Wieso setzt du Rihorn als erstes ein? Kollege, du enttäuscht mich. Du enttäuschst mich. Ja, immerhin gibst du gerade gute EP. Ein Schillock. Komm, Spicy, den erledigst du. Ich glaub an dich. Ich glaub an dich! Jawohl. So ist gut. So muss mein Gegner... Wieso? Ist das möglich? Windhose. Ich weiß auf jeden Fall, was im Gegensatz zu Windhose... Nee, Moment mal, Windhose kann tatsächlich noch... Ja, da möchte ich wieder Red Boss haben. Ich hätte auch gern Glutexo. Ich könnte es mir sogar tauschen. Nein, ich habe die gelbe Edition. Doch, ich habe die gelbe Edition, aber ich habe den Safe nicht. Ich habe den Safe der gelben nicht mehr. Warum habe ich den Safe der gelben nicht mehr? Seltsame Sache das. Ja, ja. Das war der beste Kampf meines Lebens. Das ist doch schön. Der Kampf war großartig. Du und deine Pokémon seid ein perfektes Team. Jetzt hole ich mir erstmal das Vieh da oben. Was auch immer es sein sollte. Protein. Ich sollte die Nuggets mal verkaufen. Jetzt gibt mir sehr viel Cash. Kennst du Bill? Er ist mein Enkel. Er ist in Johto und kümmert sich um PCs und ich passe auf das Haus auf. Mein Enkel Bill hat mir von einem Pokémon mit einer langen Zunge erzählt. Hast du dieses Pokémon? Darf ich es sehen? Nein, ich hab's leider nicht. Du hast es nicht? Das ist schade. Ja. Mistvieh ist hier auch nicht. Schade. Aber gut, dann sage ich hier bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und euer Wolf. Ciao.